Das Rode SmartLav ist zu einem absoluten Trendmikrofon im Medienbereich geworden, wie sich das Ganze nicht nur am Smartphone einfach nutzen lässt, sondern auch an entsprechenden Audiorekordern oder am Computer, das möchte ich euch in diesem Video kurz einmal zeigen. Damit dann hallo und guten Abend YouTube zu diesem kleinen Hilfe-Infovideo zum Rode SmartLav. Das Ganze ist ja konzipiert worden für Smartphones, dass man das wirklich nur schnell und einfach anstöpseln kann, App starten und sofort aufnehmen. Und weil es ja relativ günstig ist und auch eine gute Qualität bietet, liegt die Vermutung natürlich nahe, warum probiere ich das denn nicht mal an entsprechend andere Hardware aus. Allerdings, wenn man das Ganze ausprobiert, kommt man hier schnell an ein Problem. Wir sehen jetzt hier momentan, der Audiorekorder würde noch entsprechend einen Ton aufnehmen können. Doch sobald ich hier entsprechend das Mikrofon anschließen möchte, dann erkennt er entsprechend, dass ein Mikrofon angeschlossen ist, aber danach tut es hier nichts mehr. Wir sehen hier keinen Ausschlag weiter, das heißt, es wird kein Ton aufgenommen, selbst wenn ich hier auf das Mikrofon entsprechend draufhaue. Das Problem ist der entsprechend für Smartphones optimierte Anschluss des Mikrofons. Wenn wir uns den hier mal anschauen, dann sehen wir haben hier einen vierpoligen Anschluss. Wenn ich das nicht ganz so gut jetzt hier sehen kann, ich blende mal einfach noch ein entsprechendes Foto davon ein, da sollte es dann entsprechend deutlicher werden. Wenn wir das Ganze aber mit einem normalen Mikrofon- oder Kopfhöreranschluss vergleichen, wie wir ihn am Rechner oder hier auch am Zoom H1 haben, dann haben wir hier einen dreipoligen Anschluss. Das heißt, das Rode SmartLav hat einen Anschluss zu viel, ganz einfach, weil hier mehrere Funktionalitäten dann zusammengelegt werden sollen, damit die Smartphones das Ganze optimal erkennen können, da dort Mikrofon und Headset in einem integriert sind. Was man jetzt hier also braucht, ist entweder einen Stecker von vierpolig auf dreipolig oder auch eine Art Kabel, die das Ganze dann entsprechend überträgt. Wenn man sich danach aber auf die Suche macht, das Ganze ist hier ja ein TAAS-Anschluss und wenn man das in Google sucht, dann findet man entweder nur in Übersee irgendwelche Angebote oder die sind ziemlich überteuert. Ist also relativ schwierig, da was zu finden. Und dann irgendwann kam ich auf diese geniale Idee und habe einfach mal Headset-Splitter eingegeben bei Amazon. Und was soll man sagen? Wunderbar, es kommen sofort entsprechende Suchergebnisse. Ist zwar immer noch aus Großbritannien rübergeschifft worden, hat dementsprechend auch ein paar Tage gedauert, aber letztendlich funktioniert das Ganze wunderbar. Dieses Kabel macht jetzt folgendes, es nimmt hier hinten den vierpoligen Anschluss entsprechend auf und splittet das Ganze dann in Mikrofon und Headset auf. Hier muss man wirklich darauf achten, dass man auch das richtige Kabel einstöpselt, weil die Pole ansonsten wieder völlig verkehrt sind. Dafür sind auf diesen beiden Steckern entsprechende Markierungen, die wird man jetzt hier im Video wahrscheinlich nicht großartig erkennen. Gibt es hier einmal ein Kopfhörer und einmal ein Mikrofon. Und wenn wir jetzt das Mikrofon hier schon mal einstöpseln, erkennt das Zoom gleich wieder, dass hier entsprechend was angeschlossen wird, aber natürlich noch kein Mikrofon. Also schließen wir auch das hier entsprechend damit an und bekommen dann hier über das Mikrofon auch einen entsprechenden Ausschlag angezeigt. Wenn wir hier nochmal draufklopfen, dann sehen wir auch den entsprechenden Pegel hier nach oben schnellen. Das ist also eine einfache Möglichkeit, wie man das Rode SmartLav auch an einem Audiorekorder wie dem Zoom H1 anschließen kann, beziehungsweise dann natürlich auch mit diesem Kabel problemlos am Rechner anschließen und dort nutzen. Welches Kabel das jetzt genau ist, das findet ihr auch nochmal im Blogartikel verlinkt, da gibt es dann auch nochmal entsprechend detaillierte Bilder dazu. Ansonsten war es das jetzt soweit mit diesem kurzen Info-Hilfe-Video. Wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen oder auch nicht oder wie auch immer oder ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann quatscht es mir auf die Mailbox. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.